So viel Sie nur wollten, ich wurde Ihr Freund. Dann täuschte ich einen Schwächeanfall vor. Sie brachten mich in Ihr Heiligtum und damit in Reichweite des Herzens. Und was tust du immer noch hier? Ich dachte, dem Herz würde alle Macht innewohnen, verstehst du? Doch so ist es nicht. Es tut nichts, gar nichts. Es funktioniert nur im Heiligtum, in der Maschine. Und die bewachen die Viecher mit ihrem Leben. Sie würden sie eher zerstören, als sie mir zu überlassen. Mhm, aber sag mal... Du hast ein Schiff, ich habe ein Schiff. Sollten wir uns da nicht einander aushelfen? Ich wüsste nicht, was ich von dir haben wollte. Also ich hätte da zufällig einen Wunsch. Ich bräuchte einen Kolben für eine Dampfmaschine. Was bietest du mir dafür? Was willst du denn haben? Alles, was ich brauche, um mich meiner lieben Familie zu entledigen und den mir gebührenden Platz einzunehmen, ist in diesem verfluchten Berg. Dem Schicksalsberg? Quatsch! Da unten bei diesen Viechern! Wie sollen dir die kleinen Kerle helfen, an die Macht zu kommen? Sie besitzen etwas Ungeheuerliches. Eine Maschine, die Maschinen bauen kann. Was? Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Sie haben auf Knöpfe gedrückt und der Maschine damit gesagt, was sie bauen soll. Und kurze Zeit später kam es aus ihrem Inneren gefahren. Erstaunlich. Das ist nicht erstaunlich. Das ist fantastisch. Sie setzten die Maschine ein, um Ersatzteile zu bauen. Aber stell dir vor, was ein Waffenschmied damit anstellen könnte. Ein Kriegsherr. Oder ich! Das ist in der Tat fantastisch. Ja, aber sag mal, kriegen wir den jetzt? Wegen des Kolbens, den ich brauche. Ich hab mir gedacht, ich verschaff dir Zugang zum Heiligtum der Viecher, wenn du mir dafür einen Kolben gibst. Tatsächlich? Was lässt dich glauben, du könntest ihre dicken Wände oder ihre Sturheit überwinden? Ich hab da schon eine Idee. Ich arbeite in ihrem Auftrag. Da draußen steht einer von ihnen und begleitet mich. Sie denken, ich helfe ihnen, ihr Herz zurückzuholen. Ah, ich verstehe. Und natürlich ist dir deine Haut wichtiger als ihr Fell. Ich will nur fort von hier und endlich in Ruhe gelassen werden. Ich vertraue dir. Einmal ein Schurke, immer ein Schurke. Du kannst dir jederzeit einen Kolben im Maschinenraum geben lassen, sofern du mir dafür Zugang zum Heiligtum verschaffst. In Ordnung. Gut. Ich muss weiter. Nun gut, geh. Aber vergiss nicht unsere Abmachung. Mein Erfolg und dein Leben hängen davon ab. Ist klar. Und sei auf der Hut. Diese Viecher sind nicht so dumm, wie sie aussehen. Wer das hier bauen kann, verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten. Das Herz. Was ist das? Das ist das Herz, hinter dem deine Freunde her sind. Ist das ein Kristall? Ich weiß nicht, was es ist. Es gibt davon kein zweites in dieser Welt. Dieser Stein ist nicht natürlichen Ursprungs, da bin ich mir sicher. Diese Viecher haben ihn gemacht. Er versorgte ihr Heiligtum und ihre Maschine mit Energie bis ich ihn gestohlen habe. Er ist wunderschön. Und unermesslich kostbar. Doch für keinen Schatz der Welt würde ich ihn hergeben. Mein Sieg ist nahe und du wirst ihn mir verschaffen. Ich kenne dich. Du bist einer von uns und unser Eins sucht immer seinen eigenen Vorteil. Das macht dich berechenbar. Oh Mann, labert er viel. Links? Rechts wolltest du, aber der geht einfach hoch. Ja. Boah, hat er viel gelabert. Wieso geht er einfach hoch? Kennst du das Gefühl,
Wenn man etwas unbedingt besitzen muss? Wenn du alle Vernunft beiseite schiebst und nur noch für diese eine Sache lebst? Ja, es ist wie Liebe. Komm, kleiner Freund, wir müssen ein Herz erobern. Okay, wir gehen wieder runter und dann in den Maschinenraum und holen uns diesen Kolben, oder? Ja. Aber ja, yeah, der viel gelabert. Und übrigens schön, was hier alles so im Eis versteckt ist. Mhm. Ist das hier eine Katze? Okay, den Maschinenraum. Aha. Zutritt nur für Crewmitglieder! Raus! Ich war bei Munkus. Er hat gesagt, ich soll mir hier einen Dampfmaschinenkolben rausholen. Der Chef schenkt dir einen Dampfmaschinenkolben? Das glaubst du doch selbst nicht! Geh rüber und frag ihn. Naja, wird schon seine Richtigkeit haben. Warte. Alles sagen. Er würde uns alles geben. Ja. Ja, komm. Hier. Und schließ die Tür hinter dir. Was schaust du da Herzlichen an? Dank. Bursche. Ich hab den Kolben. Das hatte ich mir deutlich komplizierter vorgestellt. Hm, schön. So, dann hoch. Was hat es mit dieser Tür auf sich? Und den müssen wir auch noch verjagen, damit wir an die Waffen kommen, die wir gar nicht mehr... Doch. Wenn ich den Kristall stehlen will, müsste ich mich am besten überall im U-Boot frei bewegen können. Auch im Maschinenraum. Auch wenn es mir widerstrebt. Vielleicht gehe ich doch noch zur Armee. Ja, hallo, ich... Warum begrüßen Sie sich selber? Ich habe nicht... Sie haben Hallo, ich gesagt. Kann es sein, dass Ihnen die Kälte nicht bekommt? Man muss sich beschäftigen, wenn man die Zeit rumkriegen will. Sag mal, könnte ich vielleicht bei euch anheuern? Tut mir leid, wir sind komplett. Das glaube ich nicht. Die Wache dort drüben hat sich verdrückt. Dieser Lump! Naja, wird schon wiederkommen. Sie kommen alle wieder. Wieso das? Der Chef hat fliegende Affen, die erfahrenen Flüchtigen hinterher schickt. Wenn diese Affen dich finden, ist es... Ja, lassen wir das. Ich sag nur, Bananen, Grammatikbuch und gelbe Gummibäume. Du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall. Nicht die Bohne. Was ist nun mit dem Job? Wir werden ihn ausschreiben. Wieso willst du den Job ausschreiben? Ich bin hier und ich will den Job. Das mag ja sein. Aber wer sagt mir, dass du der qualifizierteste Bewerber bist? Hier ist sonst niemand. Woher sollten Interessenten auch vom Jobangebot wissen? Moment, das haben wir gleich. Okay. Die Schattenarmee gibt bekannt. Ab sofort werden folgende Stellen ausgeschrieben. Einmal schwarze Wache, männlich. Ich sollte mich beeilen. Bei einer solch mitreißenden Stellenbeschreibung werden die Bewerber Schlange stellen. Die Schattenarmee, okay, ab sofort einmal... Wir wollen uns bewerben. Probieren wir es halt nochmal. Hi. Hm? Wegen der Stellenausschreibung. Um welche Stelle bewerben Sie sich? Ich bewerbe mich um die einzige Stelle, die zurzeit ausgeschrieben wird. Sehr schön. Ziehen Sie bitte eine Nummer. Eine... Ups, mein Fehler. Oho. Aber... Ziehen Sie bitte eine Nummer und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Aber... Wurden Sie schon aufgerufen? Okay, dann ziehen wir mal eine Nummer. Was will er von uns? Es lebe die Bürokratie. Weit weg. Auf einer einsamen Insel. Es ist die Nummer 1. Glück muss man haben. Was ist eigentlich mit den Waffenkisten hier? Will Munkus hier einen Krieg anfangen oder wozu braucht er diese modernen Waffen? Goblin-Raketen sind nicht billig. Im Süden werden sie mit Gold aufgewogen. Ich mag es traditionell. Kanonenkugeln, Schwerter, Feuerbälle. So hat man in meiner Jugend gekämpft. Das da, das ist so... so unpersönlich. Genau, weil man sich ja auch im Krieg mit dem Feind
gutstellen muss. Ja, das Telefon klingelt. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Aufnahmepause. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüssi.